So, ich Okay. sehe gerade Marvin, wie er mich so anschaut mit seinen gierigen Augen. Ja, Marvin hat gierige Augen, er hat Stream-Zuschauer-Augen. Sprich, Okay. er ist geil danach, nach Stream-Zuschauern. Das wird aber nie zugeben. Und weißt du auch warum? Wenn er es zugeben würde, dann wäre er klickgeil und das will er nicht. Ja, wahrscheinlich. Ich fahre erstmal das Normalen hier. Und ich fahre So. fahr links, ich bin ja nicht rechts. So, ich komm. Was denn? Schieß schnell, schieß, schieß! Sonst knallt gegen deine. Sehr gut, hast jemand gefistet. Du hast die AK-Tor in den Arsch getreten. Dein Fistomat funktioniert. Und wie direkt der Punkt vor uns gelandet ist. Ah, nein! Oh mein Gott! Der hat mich beinahe erwischt. Ich glaube, meine Hupe war für den Arsch. Aber das ist nur so eine Andeutung und ich bin Achter. Und ich bin Vierter. Ist er immer noch vorne? Ja, die Team ja auch. Also müssen wir mal. Vielleicht Team sogar zu dritt. Das wäre dann noch behinderter. Ich glaube. Wenn ich zu Oh, der dritt ist dann Team. schon weit vorne. Wenn ich zu dritt Team, dann gehe ich aufs Ganze. So, jetzt geht die Treibervergewaltigung los. Nee, halt, Treibervergewaltigung, was rede ich da? Jetzt geht die richtige Vergewaltigung los. Alter Schwede, der entspannt sich gerade beim ersten Platz so sehr. Weißt du, was richtig scheiße ist? Alter! Oh Gott, ich bin wieder gegen den Worms gefahren. Aber. Oh Gott, ich hasse es. Vor allem, ich bin wieder gegen eine unsichtbare Wand gefahren. Und zwar wollte ich auf diese Mittelpiste gehen, um zu fliegen. Und wurde durch die unsichtbare Wand nach links gedrängt. Oh man. Ich Oh, hasse Mario come Kart 8 on. Deluxe. Wer feierten den Scheiß? Ja, ich zum Beispiel eigentlich. Aber Was jetzt hast weißt du du mich zumindest, vom dass die Mond unsichtbaren Wände erwischt? eigentlich nur Probleme machen. Schön kinderfreundlich machen, aber alles hier mit unsichtbaren Wänden ausstatten. Ja, und normalerweise hätte ich das Ding erwischen Und müssen. warum ist die Rote nach Ich hinten könnte. gegangen, nach vorne? Ich wollte gerade König Buhu seinen Arsch versohlen, aber Ich bin tatsächlich auf irgendwie. den 10. Platz gefallen, weil ich es nicht geschafft habe, die Abkürzung zu nehmen und stattdessen runterzufallen. Fick Und dich dann. doch, du Inkling! Aha! Kugelwilli! Und jetzt aber. Komm Oh nein, schon. oh nein, oh nein, ich habe Angst, ich habe Angst! So, schön Ja, noch in der genau! Mitte. Das hättest du sehen müssen! Ich. Hast du es? Nein, das konntest du nicht sehen. Ich bin Neunter. Aber ich wollte in die Mitte fahren. Ich wurde Ja, das auf war mir die gerade rechte auch Seite so! gedrängt. Ich wurde auch zur Seite gedrängt! Hörst du mir zu? No? Ich wurde auf diese. Ich wollte in die Mitte gehen. Aber ich wurde auf die linke Seite gedrängt. Das war bei mir auch so! Warum zwingt man mich bitte schon auf die Seite zu gehen, wenn Das die Mitte sind doch frei ist? unsichtbare Wände! Oh, Scheiße, der Goldpilz sind auch nichts mehr. Dritter! Oh, Wen habe ich denn? Ich hab. Oh Gott, Marvin, ich hasse dich noch mehr! Der Ja, hat schon wieder er geschafft. fast genauso viel wie Abonnenten er hat auf YouTube. So ein Arsch. Ach du Scheiße. So, jetzt wirst du gefressen, mein Freund. Röhrenraserei. Ich wüsste, dass er wirklich gefressen wird, aber sowas von. Ich will, dass dein Maul gestopft wird, aber ums Ganze ja. Oh Gott, diese Ausdrucksweise. Aber bislang hält er noch durch. Ja, sag es bitte nicht, weil sonst beschwörst du es hinauf. Stimmt, ich habe die Let's Play-Regel vergessen. Tut mir leid. Ja. Es gibt eine weitere Let's Play-Regel. Die lautet, wenn du gerade schlecht bist, dann darfst du das Karma nicht ausnutzen und sagen, dass du schlecht bist, weil ansonsten wird's noch schlimmer. Aha. Gut zu Hat wissen. ma hat Paper heraufbeschworen in Banjo Kazooie Schraube locker. Oh Dürfte man Gott. eigentlich im Best of gehört haben. Naja, das habe ich noch nicht gesehen. Aber vom Das schlechtesten ist Be Band. das Beste auf das Beste war richtig geil. Da hat so eine richtig. Da hat hier dieses Klunko Retro-Spiel spielen müssen. Und da hat er einfach, hier ist er gestorben und hat. Kann man wirklich gesagt, das letzte Mal, das klang so richtig geil von der Aussprache her. Also das war die beste Aussprache aller Zeiten. Fick dich, fick dich, fick dich. Ich versuch's mal, ob ich das zitieren kann. Fick dich, fick dich, fick dich. Fick dich, fick dich, fick dich. So ungefähr. Nee, das hat er richtig, das hat er so richtig badig ausgesprochen. Der Badener. Ich werde mal zwischendurch kurz den Heavy festen. Ich habe ihn abschützen lassen. Der ist direkt hinter dir gewesen. Der hat es irgendwie geschafft, mich zu Ja, überholen. weißt du, was Marvin jetzt denkt?
Scheiße, die Team ab, die Säcke, jetzt reicht's mir, jetzt wird zurück vergewaltigt. Grüne! Oh oh, blaue Panzer in Anmarsch! Ich geh auf die Bremse! Schaffst du das noch? Das ist es! Oder hat dich der blaue? Er hat dich die blaue. Ja, vor allem, ich denke gerade ja so an ein Zitat von Paper aus Sonic an nicht wie. Und ein neuer Kampf beginnt und oh, so habe ich es doch am liebsten. Hier, jetzt wird zurück vergewaltigt. Da wird gerade davon reden. Das, es tut mir leid, aber du bist direkt vor mir und ich habe eine rote. Was soll ich machen? Ich bremsen? Ich bremse mal. Zu spät, weil die anderen haben mich abgeschossen und jetzt kann ich sie abschießen. Ach scheiße, jetzt habe ich extra... Jetzt kommt eine Blue Shell des Todes. Und ich bin tatsächlich vergewaltigt hat. Ausgewichen. Weißt du... Wer auch immer die Blue Shell geworfen hat, der hat sie mir den Arsch geschoben. Da steht wohl jemand drauf, hier männlichen Schildkröten... Schildkrötenpanzer in den Arsch zu schieben. Die geilen sich alle drauf auf hier. Das ist doch absolut schon pervers, was die machen. Ja, das ich auch gerade. Es ist wirklich pervers, wie weit ich jetzt wieder zurückgeworfen worden bin. Ich bin Dritter. Ich bin Siebter. Ich bin Dritter. Und ich krieg kein Item. Das ist die Vergewaltigung! Weißt du, was wir beim nächsten Mal machen sollten? Wir beide nehmen es auf und ich schicke dir dann meine Videodatei. Abgemacht. Dann machen wir ein Doppelscreen von uns beiden. Hast du das aufgenommen? Nein, habe ich nicht. Aber beim nächsten Mal. Gut. Oh, ich habe ihn überholt. Dann machen wir so. Zweiter. Was? Double Screen. Ich hätte mich jetzt so überholt. Fünfter. Aber immerhin Heavy ist auf den achten Platz gefallen. Double Screen, das ist die doppelte Vergewaltigung. Ich wollte eigentlich königliche Piste benutzen, aber ich glaube, ich bin doch zu schwul dafür. Und ich schwitz wie ein Schwein, ohne Witz. Alles noch wegen Marvin. Alles Marvin schuld. Ja, wahrscheinlich. Willkommen im Club. Aber es ist auch irre heiß trotz der Zeit. Es hat 25 Grad bei uns ungefähr. Oder wie viel? Auf jeden Fall nicht 20 Grad, weil es ist heiß. Wie sagt ein gewisser Mann so schön, der Klimawandel ist nicht von Menschen gemacht. Und es gibt keinen Klimawandel. Es gibt keine Erderwärmung, gibt es nicht. Das ist alles eine Verschwörungstheorie von den ganzen Wissenschaftlern, um Leute zu bewegen, hier ihre gesamten Sachen wegzuschmeißen. Ja, damit wir neue Sachen kaufen können. Warte. Damit wir noch mehr Abgase haben. Ich meine, ich fahre zwar auch Auto und ich habe einen Benziner. Ich weiß, ich bin genauso ein schlimmes Opfer, aber meiner ist erstens hier Ausstoß sparen und zweitens fahre ich schon sehr hier Benzin sparen, was das angeht. Also, mir sowas dann vorzuwerfen wäre auch krank. Also, ich fahre meistens mit meinem Auto, ich habe ja 5 Gänge, fahre ich meistens immer mit dem 4. und 5. hier, um Sprit zu sparen und ist eigentlich auch sehr schön, so zu fahren. Vor allem, ich mag das Motorengeräusch im 5. Gang, das hört sich immer so richtig toll an. Okay. Und vor allem, der zieht trotzdem sehr gut. Wenn ich manchmal unseren Betriebswagen sehe, unseren kleinen, wenn ich mit dem fahre, weißt du, was bei dem Wagen so scheiße ist? Der hat zwar eine ganz kranke Beschleunigung, aber von der Geschwindigkeit her, was er schafft, absolut unter aller Sau. Okay, wow. Und er ist laut. Er ist lauter als meiner und er hat genauso viel PS wie meiner. Aha. Der sollte vielleicht mal ein anderes Getriebe rein, eins, das genauso mit meinem mithalten kann. Vielleicht habe ich das bessere Getriebe. Haha. Also wenn du jemals mal ein Auto kaufen solltest und vorschauen solltest, dann kauf dir am besten einen Wagen von Toyota, das ist am besten. Tja, ich kann es nur sagen, ich werde nie ein Auto fahren. Ich bin dafür nicht geeignet. Und verdammt nochmal, do you like Bananen? Warum bist du nicht geeignet? Nein, ich mag jetzt keine Bananen mehr. Jetzt ist Schluss. Die wollen die Bananen arschieben. Warum denkst du, wird es nie werden? Meinst du mit dem Sache, die du mal über YouTube erzählst? Ich will jetzt hier keine Details nennen. Du kannst trotzdem machen. Du musst nur von einem Psychologen das bestätigen lassen. Das braucht nur einer das unterschreiben bei der Kfz-Stelle melden und dann bist du durch. Ich hab Lust aufs Autofahren auch noch, okay? Ich mag nicht. Ach so, wenn das ist, dann schon okay. Ja, ich dachte nur, du willst machen. Ich möchte mich eher auf meine Arbeit konzentrieren. Konzentrations- und Aufmerksamkeitsdefizite sind leider nicht gut fürs Autofahren geeignet. Ach stimmt, das ist ja auch wieder eine Sache. Und wenn ich schon sehe, was so bei dem Verkehr in letzter Zeit so abgeht, dann
glaub mir, dann habe ich jetzt echt keine Lust darauf, also erst recht keine Lust darauf, ein Auto zu nehmen und mich lieber auf die öffentlichen Verkehrsmittel zu verlassen. Oh, ich bin 10. Ich war ihr alle so schwul seid, ihr verdammten Wichser. Oh, ich schneide euch die Eier ab. Ich bin 2. Wer ist jetzt Erster? Wer ist jetzt auch natürlich der schon wieder? Blauer Panzer unterwegs. Was? Die geht auf mich? Weil der, wenn der Erste durch ist, dann geht die Blue Shell auf den, der jetzt vorne ist immer. Scheiße, das bin ich auf den 4. Platz gefahren, deswegen. Ich glaube, Marvin geizt sich jedes Mal drauf auf, dass wir, ja. Liebe Zuschauer vom Chaos hier, ihr müsst das volle Demon 6 Jahres Special auschecken. Dort könnt ihr nämlich eins von 6 Let's Play Let's Play Marathons auswählen, die dann ab den 15. August, glaube ich, ihr. Auf jeden Fall, ihr könnt bis 13. August könnt ihr Let's Play Marathons auswählen. Und es sind noch nicht so viele Stimmen gefallen. Ihr habt also noch Zeit. Christner, dazu wollte ich noch was sagen. Erstens, ziehst du es wirklich durch oder machst du es weiterhin genauso wie mit deinen normalen Let's Plays? Ich mache jetzt hier einfach immer nur am Wochenende raus und das war's, oder? Ja, sicher. Ich meine, ich kann nicht während der Woche hochladen. Geht nicht. Okay, und die zweite Sache. Ich weiß nicht, ob die wirklich rechtzeitig wurden. Ich weiß nicht, ob das Video überhaupt vor dem 13. August online geht. Das ist ja immer noch die Spaßfrage bei mir. Warum? Warum soll es ein Monat dauern, bis das mal ankommt? Tendenziell Staffel 2. Ich muss überlegen, wann ich starte. Ich brauche Folgen. Erstmal, nur wenn der Vorrat wirklich so groß ist, dass ich das durchziehen kann, starte ich. Muss gucken. Ich weiß, schön, dann. Vergiss, was ich gesagt habe. Das werden wir sehen. Ich weiß noch nicht, wann es kommen wird. Ich kann überhaupt noch nichts versprechen. Ob das jetzt in den nächsten 2 Wochen online geht, das weiß ich nicht genau. Aber ja. Fühlt sich Marvin eigentlich ganz geil auf den ersten Platz, während wir hier um die Plätze kämpfen? Ich schätze mal ja. Naja, er geizt sich da ständig eine auf hier und Gaming und Zorn macht gleich mit hier. Also, oh ja, und das sind ja alle im Stream und Pixel so, oh ja, geil, schön. Ich schieß doch mal mit Blueschiss, verdammt nochmal! Ich will gerne Blueschiss in die Visage fallen. Blueschiss! Das hat mich schon wieder getroffen! Es war eine Blue Shell. Ich dachte, du wolltest eine Blue Shell. Ich schieß doch mal mit Blue Shell. Verdammt nochmal! Oh scheiße, die Pflanze hat mich gefressen. Der sagt mir, dass die Blue Shell immer... Hat er eine Superhupe gehabt oder warum ist er noch immer nicht getroffen worden? Er hat noch keinen Vorsprung verloren. Wer, wenn er jetzt cheatet? Da zeigen wir ihn bei Nintendo an. Nee, du darfst deinen Kunde anzeigen. Er hat ja die Switch geliehen. Gaming Ozone, das ist seine Switch. Das ist nicht Marvins. Ich habe gesagt, dass Marvin keine hat. Shit, ja, stimmt. Ach, danke für die Pilze stimmt. Übrigens. Bam, Suckers. Ich habe jetzt gerade so richtig S-Soul-mäßig aufgeholt. Och, Inkling, ja, du kleines. Und ich schaff's einfach nicht aufzuholen. Es überholt mich einen nach dem anderen. Dass ich jetzt schon 9. bin, 10. ja natürlich. Seid irgendwie aus irgendwelchen Gründen auch immer schneller als ich. Weißt du, was scheiße ist? Diese Comms hier, die gehen zu sehr ab, die gehen alle auf mich drauf. Marvin, nö, ist Marvin. Ja, der geht. Moment, wir kommen langsam näher dran. Ist aber jetzt vorbei. Das Rennen ist vorbei, ich bin 7. Und ich bin 9. Ja, das geht so schnell vorbei, was zum Teufel? Oh. Ja, das ist jetzt auch die letzte Runde. Marvin hat den Stream beendet. Was rede ich da für Müll? Und ich und Chris wollen nochmal so ein Abschlussrennen fahren, um die Folge zu beenden, weil so die Folge abrupt zu beenden, die sieht scheiße aus. Ja, voll dem BH. Und so unprofessionell. Ja. Vor allem unser Punktestand ist auch wirklich alles auf. Ja, was ist dein Fazit zu dem Stream, also sagst du zum Turnier, nenn es mal? Ich sag nur, das hier zum Beispiel. Autsch. Also generell, also war es für dich, sag mal, guter Stream, oder sagst du auch Betrug hier, was hier alles abging? Betrug, sag ich nur. Ich sag Betrug höchster Stufe. Betrug, das sag ich an. Ja, es ist so kinderfreundlich gemacht worden. Unsichtbare Wände und alles, also... Please, Nintendo, was ist das für ein Müll?
Wer supportet denn? Patch das wieder. Au! Ich hab die Pflanze, die sollte dich fisten, mein Freund. Ich glaube, die ganzen hier unter 12-Jährigen haben gesagt so, ich stürze mal ab, bitte mach mal unsichtbare Wände rein. Das sollten eigentlich 5-Jährige machen. Die 12-Jährige, es, obwohl sogar 8-Jährige schaffen das schon zu spielen. Normal, ohne diese unsichtbaren Wände. Na, ob 12-Jährige das Sinkring, ich weiß nicht. Das hat man, sieht man doch an YouTube. Ja, aber das ist dann die Sache. Man darf erst mit 13 auf YouTube. Das interessiert doch keine Sau. Wenn euch Eltern interessiert ist, das ist doch genauso wie bei Trine und seinen Kollegen. Die interessiert es auch nicht, seine Eltern. Das hat Trine ja, glaube ich, mal irgendwann gesagt vor einigen Jahren in dem Chor, dass die Eltern sich dann nicht scheren. Also von daher. Also please. Das sollte man, aber das sollte sie eigentlich scheren, weil sie werden deswegen dann auch gesetzlich verklagt. Fun Fact. Als dann die Eskalation gab in Mario Kart Online Racing hier mit dem FAQ in den Kommentaren, der User nicht gebildet, die Person dahinter, das habe ich von Dwayne auf der Gamescom 2017 persönlich erfahren, war 10 Jahre alt. What the hell? Ohne Scheiß! 10 Jahre. Deswegen auch die Stütze, das interessiert die doch gar nicht. Und er kam Mark und die anderen sich nicht rausreden. Ich weiß es von Twine leider, also ey, Pech gehabt. Was soll das? Ich hab mich gerade erst wiederholt, nachdem ich abgestürzt bin und dann setze ich ein Blitz an, werde ich direkt in derselben Millisekunde getroffen. Jetzt reicht's, ich bin wieder Siebter. Betrug, das zeige ich an. Wir könnten hier so einen Betrugscounter machen. Ich will Best of dazu. Oh ja, glaub mir mein Geld auch noch. Ja, ich bin Geldgeil geworden, hat man nur noch nicht gewusst, ne? Ja, und der Buhu gibt mir nur eine scheiß Münze. Ist klar. What? Ah! Oh! Was? Was denn? Ich hab dein Geld geklaut. Ja, und ja, bis zur nächsten Folge würde ich sagen, danke nochmal an Chris. Link dazu in der Videobeschreibung und ja, ciao. Ja, auf Wiedersehen und tschüss, Leute. Oh, das ist ein kompletter Betrug hier.